willkommen bei Conny Canarias Land und Leute. So, ich nehme euch mal kurz mit ins Jumbo-Zentrum und wir schauen einfach mal, wie weit denn die Bühne für den Karneval ist. Denn es geht ja jetzt, wir gehen ja jetzt in großen Schritten auf den Karneval zu. Am 9. März ist es soweit und wollte ich euch mal zeigen, wie weit die da denn sind. Von hinten sehen wir es hier jetzt schon, aber wir gehen natürlich nach unten und schauen halt mal kurz, wie das da aussieht. So, da haben wir wieder den schönen Secret Garden da oben. Ja, es wird hier überall gearbeitet. Das ist natürlich hier auch ein besonderer Event hier, der Karneval in Maspalomas. Also sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn ihr hier seid. Denn hier ist immer gut was los und er ist ja richtig bekannt mittlerweile weltweit, der Carnaval Internacional de Maspalomas. So, wir gehen jetzt Richtung Bühne und dann schauen wir mal kurz. So, die Bestuhlung ist schon da und das Motto hier dieses Jahr im Süden, also hier in Maspalomas, sind ja Ritmos Latinos, also lateinische Rhythmen, also da wird es richtig zur Sache gehen. Das wird bestimmt schön bunt. Viele Federn, also richtig schick wahrscheinlich. Das sind ja immer verschiedene Themen. In Las Palmas hatten wir jetzt dieses Jahr Studio 54, Studio 54. Also so diese Disco-Zeit aus den 70ern. Das war das Motto in Las Palmas. Und hier haben wir die Ritmos Latinos. So, hier unten kommt natürlich dann auch noch Bestuhlung hin. Ich denke mal hier bis dahin, wo der Zaun steht und dann von hier dann nach hinten Stehparty, wie immer. So, und hier hinten soll man auch sehr gut essen können. Unser Klaus war da wohl unterwegs. Ich glaube, das war dieses Mana 264, wenn mich nicht alles täuscht. Und das soll richtig gut gewesen sein. Ja, hier wird die Technik aufgebaut auf diesem Gerüst. Und hier vorne haben wir unsere tolle Bühne. Wir werden auf jeden Fall hier auch unterwegs sein, bestimmt an verschiedenen Abenden, um euch die zu Hause gebliebenen halt ein bisschen was zu zeigen hier von unserem tollen Karneval. Und dieses Wetter, ja, der Hammer. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Denn wir hatten auch schon Jahre hier, da war es also am Karneval nicht so warm. Aber schauen wir mal, dass das Wetterchen so bleibt. Ich denke mal schon, immer positiv denken, das hilft auf jeden Fall. So, das war der kurze Besuch hier im Jumbo. Ich war ja vor kurzem erst hier gewesen, habe so einen kleinen Rundgang hier gemacht, auch in den oberen Stockwerken. Und heute wollte ich euch jetzt einfach mal nur hier die Bühne zeigen. Ja, die haben noch ein bisschen was zu tun. So, ich gehe wieder zurück Richtung Auto. Heute bin ich mit dem Auto unterwegs. So, und hier vorne sind auch schon die bunten Bänder gespannt. Die Lichterketten hängen runter.
Hier in dieser Ecke da hinten ist ja immer richtig viel los. Ja, auch hier war ich schon des Öfteren unterwegs. Hier diese Ecke, die füllt sich also auch komplett. Da hinten ist das Parrots, da war ich sehr oft früher. Und ja, wir haben da schöne Abende erlebt und war immer gut was los. Also ich muss sagen, die Bars und die Restaurants, es sieht alles sehr ordentlich hier aus. Alles schön dekoriert und mit Stil, mit Geschmack. Alles richtig schön immer. Ich hatte ja das letzte Mal auch oben ein Restaurant aufgenommen. Die Tische, also alles schön eingedeckt. Und ich meine, es kostet auch nicht mehr, als es nicht so schön zu machen. Und deswegen ist das doch immer was, was man beachten sollte. Ganz einfach, dass es ein bisschen schick, ein bisschen schön, gemütlich. Und dann sieht das Ganze gleich viel besser aus. Selbst wenn, so wie hier, nur ein paar Luftballons hängen. Rot-Silber. Sieht doch schön aus, oder? So, und damit, ja, sage ich dann noch erstmal Tschüss. Bis bald. Hier muss ich zur Seite. Ja, hier nochmal das bunte Gemälde vom Secret Garden. Und ja, bis bald.